da sind wir schon bei Türchen Nummer 20 angekommen. Wir gehen in großen Schritten auf Heiligabend zu. Diese Karte liebe ich ganz besonders. Und es gibt auch einen Grund. Ich habe es ganz oft in meinen Beratungen erlebt, wenn ich sage, Mensch, sei doch mal stolz auf dich. Dann kommt, oh nee, stolz darf man nicht sein. Stolz ist was Negatives. Stolz ist, dann ist man eitel, dann gönnt man den anderen nichts. Nein. Hier steht dieser schöne Satz drunter, ich liebe mich und ich erkenne mich in jedem anderen. Ich darf stolz auf mich sein. Ich darf stolz auf mein Wesen sein, auf meine Werte, auf das, was ich erreicht habe im Leben, auf das, wer und wie ich bin, darauf darf ich stolz sein. Wenn Stolz unangenehm ist, dann ist es nur dann, wenn ich mich auf eine höhere Stufe stelle. Wenn ich hingehe und sage, also ich kann darauf stolz sein, was ich geleistet habe, aber du, was hast denn du im Leben schon gemacht? Dann ist der Stolz unangenehm, weil dann werte ich einen anderen Menschen ab, dann stelle ich mich über ihn. Ja, aber wenn ich stolz auf mich bin, stolz darauf, was ich bisher geleistet habe, wie ich bin, und mit diesem Stolz mich auch im anderen erkenne, also hingehe und sage, hey, Mensch, wo hängt's denn bei dir gerade? Wie kann ich dich unterstützen? Guck mal, ich habe in den und den Bereichen die und die Erfahrungen gesammelt, da kenne ich mich aus, kann ich dir da irgendwie helfen? Dann hat Stolz auch eine positive Seite für dein Gegenüber. Dann ist er nicht überheblich, dann ist er nicht urteilend, dann ist er einfach liebevoll. Dann kann ich mit dem, auf das, was ich bei mir stolz bin, kann ich mit anderen weiterhelfen. Und das, finde ich, ist ein Aspekt, den wir vielleicht mal so ein bisschen für uns neu beleuchten können, den du dir auch gerne mal anschauen kannst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.